Auf einmal hat er auf dem Eis gelegen. Ich bin für seine Sicherheit verantwortlich. Das ist mehr als nur Sympathie. Der hellste Stern in meiner Galaxie. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich an ganz viele Sachen mit einer anderen Dankbarkeit. Oh. Ich hätte mir keinen besseren Partner wünschen können als der. Nee, du hältst so drüber vor. Das ist mir zu riskant. Lässt sich abziehen wie Birkenrinde. An dieser Stelle müsste eigentlich wieder Werbung kommen. Ihr als Community habt mir viele Ideen zugeschickt, wen wir aber noch unterstützen sollen. Und diesmal ist es Viva Con Aqua, die dafür sorgen, dass die Menschen auf der Welt Zugang zu gutem Trinkwasser haben. Genießt den Clip, danke für den Support und dann viel Spaß beim Arctic Warrior. Es beginnt mit einem Tropfen. Ganz klar und rein und nass. Erfrischt dich, gibt Hoffnung, schenkt dir damit neue Kraft. Der Tropfen wird zum Rinnsal. Aus dem Rinnsal wird ein Bach, fließt zu Schulen und zu Kindern, die tanzen, wie vom Leben angelacht. Aus dem Bach wird ein Fluss, der losströmt und Wellen schlägt. Denn Wasser lebt, hast du gewusst, wie ein Tropfen nur die Welt bewegt? Also setzen wir ein Wasserzeichen. Denn wir können wirklich Wasser reichen, wenn wir uns nicht nur die Hände, sondern auch das Wasser reichen. Guten Morgen. Guten Morgen. Tag 3. Bist du bereit? I have to. Ja? Und wie hast du geschlafen? Ich habe gut geschlafen heute. Du hast schön Feuer neben mir gemacht. So schön, dass ich fast verbrannt wäre. Nee, ist geil, wenn du morgens aufstehst. Eigentlich ist es arschkalt. Ich muss nämlich gerade aufs Klo. Wir haben jetzt 6:30, ist richtig? 6:15. Ja, 6:15. Andere Leute schlafen dann noch. Wir stehen auf. Gucken wir mal, was uns heute der Tag so bringt. Ich hoffe, eine leichte Strecke, viel zu essen, Sonnenschein. Viel zu essen. Und ich habe gesagt, dass die Deutsche haben keinen Sinn für Humor. Hold on. Okay, so, should we sign off with a full moon? Yeah. No, you want to see my full moon. I can't do that. My wife will kill me. Okay. This guy. Guten Morgen, es ist Tag Nummer 3. Somit haben wir nur noch 2 Nächte vor uns. Und ja, es ist Halbzeit. Den letzten Tag zählen wir gar nicht. Weil da heißt es für uns nur noch durchballern. Die Nacht war so lala. Durch die Aktion gestern habe ich ein bisschen Schnee aus der Kapuze, glaube ich, mit in den Schlafsack reingenommen. Alles eingeschmolzen, so auf Rückenhöhe. Deswegen heißt es erstmal Schlafsack trocknen. Feuer machen, Schlafsack trocknen. So, einen wunderschönen guten Morgen, Team Hard to Kill. Uns gibt's noch. Ja, wie war die Nacht? Eigentlich muss ich sagen, die Nacht war für mich echt gut. Alex hat ja gerade schon erzählt, lief nicht so gut wegen Schnee im Schlafsack. Bei mir ist das genaue Gegenteil. Ich habe mich diesmal mit voller Montur, auch mit Schuhen und allem reingelegt, 2 Paar Socken an, volles Programm. Und bin dann quasi instant eingeschlafen. Er hat gesagt, ich habe ganz schön geschnarcht. Ja. Wir müssen ja die Bären und die Wölfe fernhalten, ne? Also... ja, es ist gut gepennt, war eine gute Nacht, ich fühle mich fit
Und jetzt starten wir in den Tag. Los geht's. Und die covert noch gut. Das macht sie sehr gut. Sie nimmt sich ihre Zeiten, die sie braucht. Das finde ich sehr wichtig. Denn es ist ja neu für sie, ne? So eine Klimazone. Und da mit so einem alten, knorrigen Mann unterwegs zu sein, das macht manchmal auch ein bisschen die Laune schlecht. Ne? Also nochmal als Resümee gestern zur Challenge. Hatten wir uns beide darauf geeinigt, was eine super Entscheidung war, dass sie das Bauen der Schuhe übernimmt. Hat richtig geil zwei Astgabeln, wie eine Steinschleuder hätten wir sie auch nehmen können, gefunden. Und hat darauf dann das Geflecht drauf gemacht. Und dann hat sie auch noch die Challenge komplett alleine gemeistert. Top, hat sie echt geil gemacht. Ich kann das manchmal nicht so zeigen, dass ich zufrieden bin. Das ist so eine kleine, knurrige Art von mir. Ich habe ihr das aber vorhin auch nochmal gesagt, also gestern Abend. Ich werde ihr das nachher auch nochmal sagen, aber jetzt hier auch nochmal für die Kamera. Da war ich mega stolz drauf. Und warum sie nicht links am Baum vorbei ist, werde ich bis heute nicht verstehen. Aber das ist halt manchmal so. Und meine Aufgabe ist es ja auch hier zu lernen, Verantwortung abzugeben. Zu sehen, dass es trotzdem funktioniert. Ich hatte halt Sorge, wenn sie die Fahrspur von uns vorher nimmt, dass dann ein DQ reinknallt mit Punktabzug oder komplett weg. Das wollte ich halt verhindern. Aber ich denke mal, selbst wenn, ist hoch anzuerkennen, dass sie diese Challenge komplett eine alleine geknackt hat. Und ich quasi, ne, brav als Hausmann das Essen gekocht habe. Einen wunderschönen guten Morgen. So, wir haben jetzt gerade einen Anruf gekriegt, wir haben die neuen Koordinaten gekriegt für den nächsten Punkt. Haben heute ein bisschen länger geschlafen. Aber ja, passt schon. Stefan, wie hast du geschlafen? Ich habe perfekt geschlafen, aber ich hatte einen Albtraum. Ich hatte geträumt, dass ich in einem Hotel aufwache. Aber glücklicherweise bin ich wieder in Finnland aufgewacht. Geil, oder? Wir sind immer noch in Finnland, Mann. Die Nacht war heute ziemlich kalt. Ich habe trockene Socken angehabt, aber der Innenschuh war nass. Meine Hände waren eiskalt, wirklich eiskalt. Durch das, dass ich habe mir nämlich die Fäustlinge zerstört, schon am ersten Tag, weil ich natürlich beim Wasserkochen mit irgendwelchen Handschuhen habe zugegriffen, weil ich keinen Lederhandschuh habe. Also man sieht da bei mir bei den Fingern, gestern waren sie ja ziemlich aufgeweicht. Ich habe die ganze Nacht Finger kalt gehabt und wenn ich da jetzt so drüber fahre, wie lange das wieder braucht, bis das, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, muss ich heute aufpassen. Ich habe jetzt die Wollhandschuhe eingesteckt, da bin ich auch ganz blau davon. Ich muss echt ein bisschen auf meine Finger aufpassen. Lippen haben mittlerweile eine ganz neue Struktur angenommen. Ist sehr interessant. Fühlt sich fast an wie Schmirgelpapier. Ich glaube, ich kann damit ein bisschen Holz schmirgeln. Das ist, ja, ist geil. Das spannt total und lässt sich abziehen wie Birkenrinde. Direkt über uns das erste Tierchen, was wir sehen. Das bringt Glück. Ich würde euch gerne was zu essen geben. Aber wir sind genauso arme Schweine wie ihr. Kleines Resümee über die Nacht.
Die war echt mies, muss ich sagen. Ich habe wenig geschlafen. Mir war echt gut kalt, immer wieder aufgewacht. Und ja, das hat wirklich an mir gezerrt. Ich dachte mir so, das kann nicht sein, das darf nicht sein, das darf nicht sein. Ich muss irgendwie schlafen. Ich brauche die Energie für den Tag heute. Ich bin trotzdem motiviert, mir geht's trotzdem gut. Die Stimmung ist trotzdem hier. Ich hoffe halt, dass ich genug Kraft getankt habe, trotzdem in der Nacht. Und ja, die Route jetzt am dritten Tag gut schaffe. Das kriegen wir schon hin. Ja, kriegen wir hin. Oder? Teamwork. Und dann passt das. Tag 3. Guten Morgen von Team Sonntag. Ich sag's euch, für mich persönlich war das die beste Nacht. Kein Wind, hinten alles dicht, an der Seite alles dicht. Ich zeige euch gleich noch mal ein bisschen unser Lager. Jetzt heißt es gleich aufstehen, zusammenpacken und dann hoffen, dass wir heute gut Meter machen. Das ist der Plan heute. Check. Bis gleich. Heute wollen wir ein bisschen Gas geben. Jo. Alles einpacken gleich. Gefühlt ist es heute. Meinst du, das ist ein bisschen wärmer? Es fühlt sich ein bisschen wärmer an, finde ich. Was heißt wärmer? Wärmer ist ein guter, also ist ein Ausdruck. Weiß nicht, jetzt gerade. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen wärmer, aber ich bin noch ziemlich. Also ich bin gerade ziemlich vercheckt noch. Ja? Ja. Ja, ich sehe auch noch sehr vercheckt aus, kann man auch nicht anders sagen. Doch, wir geben Gas. Ich mache mich jetzt marschbereit. Marschbereit heißt bei mir so wenig wie möglich anziehen unter den dicken Klamotten. Die sind echt dick, die sind zum Laufen schon fast zu dick. So dass ich relativ das Schwitzen vermeiden kann, was sich nicht vermeiden lässt. Nein, haben wir gemerkt. Ich schwitze nicht, ja. Weil du magst alle Arbeit. Nein, das stimmt nicht. Ich hätte mir keinen besseren Partner wünschen können als Jared. Fertig. Ja. Ist so. Es harmoniert sehr gut bis jetzt. Auch wenn ihr da draußen wahrscheinlich gerne hier einen Streit sehen würdet, kriegen sie nicht. Oh, Olaf, was für ein Cardio-Workout heute. Süß. Ich schwitze wie ein Schwein. Ja, Anna muss so dran glauben. Die mache ich mal ein bisschen fertig heute. Ja. Die war mir gestern zu stark. Da habe ich gedacht, das geht gar nicht. Hey. Lass mich doch von Anna nicht fertig machen. Also muss Olaf heute Gas geben. Nee, wir haben eine üble Strecke vor uns. Es ist echt schwer heute. Ja, wie gesagt, man merkt es langsam. Wenig Schlaf, kein Essen. Es wird heute Abend nicht so kalt sein. So, wir müssen nicht so verrückt mit den Holz gehen. Müssen nicht. Werden aber. Ja, ja, also das Einzige, was unsere Laune hochhält, ist einmal die schöne Gegend, oder? Es ist schon genial. Also Finnland, Traum. Wie viele Leute können so eine Erfahrung haben? Ja. Und was gefällt uns noch? Ja, das Lagerfeuer am Abend. Ja. Ja, ja, um etwas zu essen in 4 Tagen. Ja, also ist mir schon wieder eingefallen, was ich jetzt essen könnte, Kässpätzle. Eine Riesenladung voll Kässpätzle. Boah. Ja, wirklich? Ja, jetzt. Ja. Not a Crunchwrap Supreme? Kässpätzle. Und ein Weizenbier. Und PBR. PBR? Okay, alles klar, wir müssen los, weil wir haben noch, keine Ahnung, 7 Kilometer vor uns. Adios. Ja. Anna, was ist los? Ach, nix. Ja, was ist denn heute mit dir los? Nix. Gut zu gehen. Ja? Ja. Es fühlt sich so an, als ob ich dich und die Pulka ziehe. Nee, es ist nur, wir gehen ein bisschen schnell. Kein Problem. Willst du gewinnen oder willst du hier, kannst auch, keine Ahnung. We have to race. Okay. Because we are the Frozen, Team Frozen Racing Team. Today we're Team Frozen Racing Team. Okay, well, I didn't mention that it mattered what time we got there. As long as we got there, but okay, you say so. Oh, okay, we take it slow today.
Wie fühlst du dich? Oh, super. So, es ist ungefähr Mittag am Tag 3. So, wir haben gerade Mittagessen gehabt, mit war Schnee. So, ja. Wir sind bereit. Milch haben wir noch Calories. Ja. Besser als Coke Zero. Ja, Jerry tut sich heute schwer ein bisschen, gell? Ja. Das war mein Tag. Was ich gestern hatte, hast du heute. Ja, aber nichts schlimmer als normale. Wir werden es schaffen. Ja. Merci. Ich schicke mich sowas mal zu tun. Geil. Das in Kombination mit Eigenurintherapie kann man nichts Besseres machen. Also Sebo, bitte, wie kannst du uns Snickers einpacken? Was wollen wir damit? Ja, vielleicht hat er ja das Snickers eingepackt für mich. Ach so, isst du Snickers? Isst du Snickers? Ja. Ich krieg das Sodbrennen. Und dass ich nicht zur Diva wäre. Ah, okay. Denn du bist nicht du, wenn du hungrig bist. So, ihr seht schon, wie brutal das hier zusammenwächst. Wir werden natürlich mit der Therapie weiter fortfahren. Wie gesagt, Eigenurin wirkt antiseptisch und kann auf jeden Fall helfen. Ah, es ist herrlich warm. Tiefgelb heißt immer, man sollte mehr trinken. Wie man sieht, Stefan leistet Gewaltiges. Die Pulka ist nicht so ohne. Wir haben ein bisschen Holz mitgenommen, dass wir nicht alles liegen lassen. Einfach zur extra Nachhaltigkeit. Ich weiß nicht, ob ich zu schwach bin oder die Pulka zu schwer. Ich glaube, die Pulka zu schwer. Es ist schon nicht so ohne, muss man sagen. Also, ich sag, mental geht's der Wald gerade wieder. Ich habe gestern ein bisschen ein Tief gehabt, muss ich sagen. Einfach, klar, ich bin froh, mal ohne Handy zu sein. Aber ja, natürlich vermisse ich auch meine Freundin extremst. So gar nichts von ihnen zu hören, ist halt schon hart. Aber zum Glück habe ich den Stefan, der muntert mich immer ein bisschen auf. Ja, heute hat uns der Schlaf gut getan. Den haben wir auch gebraucht. Wir haben auch bis 7.15 geschlafen. Geil. Aber das haben wir definitiv. Von 9 Uhr an, oder? Ja, ca. 9 Uhr war es, ja. Und wir haben eine leichte Steigung, so muss der Stefan wieder mal Sidesteps machen. Ja, ich habe übrigens brachialen Muskelkater in den Abduktoren und Adduktoren. Meine Hüfte fühlt sich an, als ob sie 400 Jahre biologisches Alter hat. Kurze Verschnauf- und Trinkpause. Mit rauchigem Latschen-Kieferntee. Haben 2 Liter. Was wirklich erstaunlich ist, dass ich jetzt insgesamt erst 3-mal auf Toilette musste und das jedes Mal nur kleines Geschäft war. Aber wo es nicht anschiebt, rückt es auch nicht nach, ne? Für einen Snowboardfahrer, der 8 Jahre kein Ski gefahren ist, nicht so schlecht. Ja, die schiebt so nach. Das Problem ist, manchmal zieht man sie an, dann ruckt sie und dann schiebt sie wieder nach und das bringt halt das komplette Gleichgewicht aus dem Ding. Plus Telemark bzw. Langlauf, Skifunktion. Ja, ist eine Sache für sich. Ja, alles okay? Warte mal. Wir müssen jetzt schauen, dass das Gestänge nicht kaputt geht. Ja. Das ist schon. Ist es schon? Ist gebrochen? Ja, ist gebrochen. Oh, shit. Okay, jetzt schauen wir mal. Materialstand. Scheiße. So, hier sieht man schon, dass alles am Arsch ist. Ja, aber das geht. Das ist halb so wild, alles gut. Oder?
Nee, das ist wild. Scheiße. Scheiße, scheiße. Jetzt die Kacke natürlich am Dampfen. Pulkergestänge ist vorne defekt. Jetzt schauen wir mal, was funktioniert wie noch. Ja, schauen wir mal. Müssen wir erstmal hier Lagecheck machen. Was ist kaputt? Und dann entscheiden, wie wir das irgendwie flicken. Mir ist ja aufgefallen, mit dem mittlerweile weit über 40, die ich bin. Und mit dem Durchbrechen der Schallmauer 40 gibt es genau drei Regeln, auf die ich immer achte. Die erste ist, gestern habe ich sie nicht befolgt. Geh, wenn du musst, sonst musst du nachts aus dem Schlafsack raus. Die zweite ist, traue keinem Pfurz. Und die dritte ist, freu dich über jede Erektion. Ich glaube, den müsst ihr leider rauspiepsen, aber der musste sein. Ich bin, traue keinem Pfurz, finde ich am besten. Genau. Gerade noch so ein bisschen stretchen, weil ich habe, seitdem ich im Dschungel war, auf einer Dschungelexpedition mit 27 Kilo auf dem Rücken, habe ich leider unter den Rückenschmerzen eigentlich jeden Morgen. Ich weiß noch nicht genau, woran das liegt. Also ich denke natürlich daran, aber so ein bisschen stretchen hilft mir dann. Auch heute Nacht hatte ich echt extreme Rückenschmerzen. Du nicht? Nee. Ich bin unterwegs mit Tom, der Mann mit der Maske, Angehörige des KSK. Ein richtig harter Typ, aber auch er hat eine weiche Seite, die lerne ich langsam kennen. Das freut mich total. Wir grooven uns gut ein. Tag 3 soll der härteste Tag sein, normalerweise. Bisher fühlen wir uns gut. Mal schauen, wie es wird. Wir ziehen das auf jeden Fall durch. 7,86 Kilometer. Wir sind marschbereit. Tom, wie geht's dir? Alles gut? Ja, so. Heute strugglen wir ein bisschen mit der Navigation. Unsere beiden Navigationsgeräte haben immer mal so Momente, wo die Kompassrose nicht die Himmelsrichtung anzeigt, wie sie soll. Deswegen navigieren wir, also sie zeigt uns zwar die grobe Richtung, aber sie dreht sich dann nicht auf die Himmelsrichtung ein. Das heißt, nach der Kompassnadel würde die Sonne aufgehen im Westen. Geht ja nicht. Deswegen navigieren wir hier mit unserem Kompass, den wir haben. Der war nicht im Notfallset drin, sondern dürfen wir generell benutzen. Wir haben kurz vor erreichen Zielpunkt rechts halten, einen Anstieg und wenn es das Gelände hergibt, wir machen dann nochmal ein genaueres Geländestudio mit der Karte, mit dem bisschen, was im Navigationssystem zu ersehen ist. Machen wir nochmal ein kleines Studium. Karten-Geländevergleich. Da wollen wir hoffen, dass wir es umgehen können, weil mit dem kaputten Gestänge habe ich halt nicht die besten Voraussetzungen. Tom baut jetzt den Schlitten um, weil es wirklich Horror ist. Leider kaputt, das Teil. Und das versuchen wir jetzt improvisorisch zu flicken. Also militärisch gesehen ist ja so ein schöner, enger Stangenwald was Tolles. Mit der Pulka hinten dran, eher scheiße. Ich wüsste gerne, wie es ohne Pulka wäre. Ich glaube, wir wären doppelt so schnell. Aber definitiv. Ja. Ja. Heieiei. Und dazu die Maske auf. Viel zu warm. Brutal. Also es ist ja echt schon kalt, sobald man stehen bleibt, weil es wirklich krasse Minusgrade sind. Aber ich bin dermaßen am Schwitzen. Boah, mir steht die Energie bis in die Pfoten. Da machen wir eine kleine Flachwitzrunde. Mit welcher Farbe werden Fußbälle angemalt? Mit Ballack. Was passiert, wenn man Cola-Bier trinkt? Man kollabiert. So, bis später mit dem lustigen alten grantigen Mann, Tom mit der Maske. Sound zur Lage aus. Für die zweite Nacht. Es kommt einem ein bisschen länger vor. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil man echt lang schläft. Aber das hat Otto aufgebaut für uns. Man sieht hier das Tarp befestigt. Nach hinten, wo unsere Köpfe sind, geht es schön bergunter. Das heißt, wenn man jetzt hier reinguckt,
Da ist echt kein Wind reingekommen, ne? Also ich habe auch diesmal andersrum geschlafen. Das heißt, mein Kopf war nicht zum Feuer, sondern meine Füße und meine Jacke. Und es klingt jetzt dumm, war um meine Füße herum. Und ich sag's euch, es war ein Riesenunterschied zur letzten Nacht. Das war richtig top. Also ich bin mir zu 100% sicher, dass wir das größte Luxusteam sind. Feuer nachts und Feuer morgens. Ich wette, bei keinem anderen Team gibt's das. Meinst du? Niemals, Otto. Niemals. Die sind alle viel mehr gestresst. Die stehen auf, packen zusammen und gehen los. 100%. Ja, gut. Team Sonntag halt, ne? Also, weiß ich nicht. Oder liegen wir damit so falsch? Dafür ist Team Sonntag aber auch die erst um 17 Uhr ankommen, übel abgefuckt. Ja, das stimmt natürlich auch. Ja, geil, keine Zeit und gar nichts. Das stimmt natürlich auch. Wir stellen Abmarschbereitschaft her. Und ich kann nur eins sagen, der Sascha hat hier den Dreh schon raus. Der macht das hier, weiß genau, wie was gemacht wird. Jawohl, Rentierfälle fallen, das machen. Pulka packen. Ich habe heute Morgen noch ein bisschen Feuer gemacht, dass wir das Warmes zu trinken haben. Haben die Thermoskannen aufgefüllt. Jeder hat neben den Liter, der in den Thermoskannen ist, auch so noch ordentlich was getrunken. Gleich wird unser Omnibus abfahrtbereit sein und dann geht's weiter an Tag 3. Time to say goodbye. Hoffentlich schneiden die das nicht rein, Alter. Du kannst ja genauso gut singen wie ich. Ja, gar nicht. Ja. Ich habe auch einen Schlagersong. Hast du? Natürlich. Gut, gar nicht. Welchen? Wie heißt der? Der heißt Sympathie. Echt? Ja, kein Scheiß. Muss ich auf den Arm. Nee. Willst du die Hook hören ein bisschen? Ja, hau raus. Das ist mehr als nur Sympathie. Der hellste Stern in meiner Galaxie. Und wir einfach aus Jux und Dollerei gemacht? Ich glaube vor 4 oder 5 Jahren gemacht. Und dann war es mir zu unangenehm, den zu releasen. Aber ich sag, damit wäre ich Gold gegangen. Also wenn man da so richtig was runterlegen könnte, ja, Ballermann-Song mit Sympathie. Ja, da überleg mal diese Mallorca-Bookings, die ich mir entgehen lasse damit. Das ist alles Geld, was ich liegen gelassen habe. Mit Jens einfach auf der Bühne stehen? Boah, das ist ungern. Ja? Ja. Der performt einfach jeden aus, ne? Ja, nee, darum geht's mir gar nicht. Aber der bringt einen immer so eine unangenehme Situation, weil alles, was er macht, ist natürlich geil, wenn du es auch machst. Ja, aber ist nicht so. Ist überhaupt nicht so. Er sagt, ja, Otto, jeder muss einen Song singen. Das haben wir es bald. Abschlussparty in Saarbrücken. Und jeder singt einen Song oder mehrere. So, ich kann da gar nicht singen. Ja, doch. Und dann standen wir vor so einer ganzen Stage, zig, 100 Leute unter uns. Und ja, komplett ausverkauft der Laden. Dann so, Otto, was willst du singen? Keine Ahnung. Ich kann ja gar nicht sagen, was ich gesungen habe. Also, irre. Nee, das stimmt. Da ist der beste Song dafür, Otto, ist dieser Tequila-Song. Mit diesem Tequila? Ja. Den hätte ich genommen, wo du einfach nur Tequila sagen musst. Mir ist einfach warm. Das ist so normal, dass... Passiert jetzt jeden Tag. Also es ist 3 Tage unterwegs. 3 Tage ist passiert. Wir laufen 50 Meter. Otto sagt, nee. Erstmal T-Shirt aus, Longsleeve aus. Wenn es nach Otto ging, würde er, glaube ich, am liebsten hier oben ohne laufen. Durch den Wald. Ey, das ist wunderschön. Ich frage mich wirklich, wie es im Sommer aussieht. Ehrlich. Auch schön. Ja. Vor allem, du läufst hier. Okay. Du läufst hier irgendwo durch, wo wahrscheinlich jetzt nicht so viele Menschen durchlaufen einfach. Ne? Macht ja auch eigentlich jetzt wenig Sinn. Wenig bis gar keinen. Warum solltest du hier durchlaufen? Also, ne? Keine Ahnung. Ja. Sommer ist halt wunderschön, du hast alles voll Blaubeeren, du hast hier die ganzen Wälder grün, du kannst in die Seen reinspringen, ist alles super klares Wasser. Hier gibt es so kleine Gebirgsseen, ist mega. Ist richtig so klar. Gebirgsseen, haben die da noch so schön blaues Wasser? Glaube ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Ich glaube, das liegt aber an irgendwelchen Zusammensetzungen der Steine, ob so ein Wasser blau wird oder nicht. Ist es dann braun? Nee, glasklar. Ach, es ist glasklar, ja, ist noch besser. Das Schöne muss man auch sagen, hier oben, wir haben bis jetzt gesehen einen Schneehasen. Dann aber leider nicht schnell genug die Kamera. Und wir finden gerade wieder Spuren vom Schneehasen. Da kann man so sehen, der läuft so ein bisschen versetzt. 2 vorne, 2 dahinter. Zack, 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 zack. Da ist immer ein Schneehase durch. Ich hoffe, wir sehen noch mal einen und sehen andere Tiere. Alter, es ist einfach immer noch kein Netz. Es ist dein scheiß Ernst. Hassel mir einen ab direkt am Morgen.
Nur weil die es nicht auf die Reihe bekommen. Fucking hell, Alter. Naja. Dann werden wir halt evakuiert. Dann gibt's heute Kaffee und Süppchen. Keinert. Ich bin jetzt in X und Y. 100 Meter gelaufen. Keinert. So, hier ist schon der Eingang von gestern, hier sind wir lang gelaufen. Kein Netz. Aber absolute Stille. Aufbruch, heute die längste Etappe. Wir schauen mal, also gestern mit die Berge war schon krass, jetzt ist noch mal weiter. Wir boxen uns durch. Wir haben den Anruf durchbekommen, wir haben die Koordinate und jetzt geht's los. Oh. Ey, das Ding durch den Wald zu ziehen, das ist der reinste Horror. Bleibst an jedem zweiten Baum hängen. Oder legst dich ab, wie ich jetzt. Ich bin hinten am Baum eingehakt. Ich muss irgendwie den Rückwärtsgang einlegen. Ich kümmere mich drum. Okay. Lass mich mich einfach hier liegen. Ich komm schon klar. Lass mich zurück. Ja, unser Alltag. Ganze Zeit. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. So, weiter geht's. Die Spur durch den Tiefschnee zu ziehen, ist einfach so brutal anstrengend. Wir haben uns ja entschieden, dass ich durchgehend vorlauf. Das ist, als würde man immer zu Treppen steigen. Den ganzen Tag nur Treppen steigen. Hey. Ja, jetzt die Hälfte der Strecke geschafft, 4 Kilometer haben wir durchgekloppt. Jetzt trinke ich ein bisschen Wasser nach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich merke das langsam im Knie, in der Hüfte. Hüfte habe ich auch ein bisschen, ja. Ja, das ist diese unnatürliche Bewegung auf den Skiern den ganzen Tag lang, über mehrere Tage, ist die Muskulatur und die Sehnen nicht gewohnt. Aber das habe ich irgendwo kommen sehen. Deswegen habe ich mich darauf eingestellt. Mit dem rechten Knie habe ich immer ein Problem. Ja. Dann machen wir heute Abend einfach ein paar Dehnübungen. Ja, genau. Ein bisschen Dehnen, das haben wir vernachlässigt die letzten Tage. Und das Gute, nach Tag 3 hört der Magen auf zu arbeiten. Deswegen nur noch den dritten Tag durchhalten, dann kriege ich keine Signale mehr, keine Hungersignale mehr. Was mir bleibt, ist der Appetit. Aber mit dem habe ich immer zu kämpfen, auch wenn ich nicht hungere. Deswegen heute durchhalten und dann... Und dann fällt es einem einfacher. Ich mache mir heute Abend schön Süppchen. Manu macht sich heute wieder Süppchen mit Kartoffeln und Bärchen. Und ich darf mir wieder zugucken. Das ist ein selbstgewähltes Schicksal. Wir haben uns schon vorhin Gedanken gemacht, wer eventuell schon rausgeflogen sein könnte. Ich glaube, es sind noch alle drin. Wenn dann nach heute könnten so die ersten einbrechen, fragt sich auch, ja, mal Verpflegung mit, ne? Je nachdem, wie die jetzt Verpflegung angebrochen haben, dann vielleicht nach morgen, aber ich glaube, es sind alle drin. Ich sage, es sind noch 6 Teams drin. 6 Teams? Also 3 sind ausgeschieden. 2. Sind wir 9? Sind wir 9 oder 8? Wir sind Team 8, das letzte Team. Ah, okay. Ich sag, 2 sind raus. 2 sind raus. Und welches Team? Verrate ich nicht. Ja gut, jetzt muss es raushauen. Nein. Das ist gemein. Ja. Das wäre gemein hier. Weil vielleicht tun die Leute, die ich jetzt gerade
denke, dass sie draußen voll performen und dann wäre es auch nicht fair, denen gegenüber hier sich das Maul zu zerreißen. Ja, es ist schwer einzuschätzen, keine Ahnung. Es ist genau wie du sagst. Man schätzt die Leute einfach falsch ein und dann performen die. Slushy! It's Slushy Time! Ich sehe schon, du hast hier schon ganz ordentlich Slushy genascht, du kleines Kleckermäulchen. Nochmal ein kleines Wort von mir zu der Nacht von gestern. Also, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal so schlecht geschlafen habe. Meine Füße haben richtig krass gefroren. Und dann hat der Mello auch noch so geschnarcht. Ein Wunder, dass der Ball hier noch steht. Das ist krass gewesen. Aber ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und eine Sache muss ich schon loswerden. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich an ganz viele Sachen mit einer anderen Dankbarkeit. Ich habe mir gestern Abend so sehr mein warmes Bett gewünscht. Das habe ich noch nie gehabt. Wirklich. Ich habe an meine Familie gedacht, an meinen Freund, an vieles. Ja. Will jetzt ja auch nicht heulen. Also mir geht's mental echt gut. Nur ich werde wirklich, wenn ich wiederkomme, an ganz viele Sachen mit anderer Dankbarkeit rangehen und es einfach wertschätzen, dass ich das habe, dass ich eine warme Wohnung habe, dass ich ein warmes Bett habe, dass ich einfach einen Rückzugsort habe, wo ich mich wohlfühle. Das ist halt auch so die Sache, woran ich gar nicht gedacht habe. Das ist wirklich so. Jetzt sind wir halt jede Nacht irgendwo anders, bauen uns dann einen Unterschlupf wieder und man kommt gar nicht so krass zur Ruhe. Ja, das wollte ich jetzt einmal mal noch loswerden. Eine ganze Horde Rentiere. Wow. Ah, der ist aufgestanden. Und da ist gerade eins aufgestanden. Direkt vor der Nase. Ja, brav, mein Junge. Tu mir nichts. Dass die aber nicht scheu sind. Also ganz und gar nicht, ne? Nee. Krass. Was ich nicht gedacht hätte, ist, dass man sehr oft Gedanken hat, wie es den anderen wohl jetzt geht, wer noch drinne ist, ob jetzt noch alle drinne sind. Also ich schätze schon, dass alle noch drinne sind. Auf jeden Fall bis heute. Ich denke mal, dass das alle gemacht haben, auch weil die alle einen guten Partner an der Seite haben. Und ja, aber das ist schon krass. Ich habe mir gestern so gedacht, ob es anderen jetzt genauso geht wie mir oder ob alle Seelen ruhig schlafen. Das ist schon, immer wieder kommt der Gedanke so, was machen Stefan und Tatjana jetzt? Wie geht es Ruthless Cat und seinem Buddy, dem Manu, oder Otto und Sascha, ob Sascha schon das zweite Snickers gegessen hat oder ob er durchhält, das ist schon krass, was da irgendwie auch für eine Verbundenheit entsteht. Das ist halt eins dieser Passagen, die so viel Zeit und so viel Energie kosten. Du hast halt, es sind halt überall umgestürzte Bäume, umgeknickte Bäume. Ja, macht es halt schwer, eine Route zu finden, für die Pulka vor allem. Ja, und da sieht man es, die Pulka jedes Mal da hochzuziehen.
Das kostet halt Kraft wie Sau. Und hier Spuren legen. Naja. Oh, Flo, geht's dir noch gut? Geht schon. Geht schon. Das ist halt so massiv anstrengend. Jeden Tag. Die Navigation ist halt äußerst schwierig, weil du siehst nur eine kleine Hügelkette vor dir und weißt nicht, muss ich jetzt 6 Kilometer da rumlaufen oder 7 Kilometer da oder gehe ich doch drüber, weil wir haben auch schon Hügel überquert, die waren einfacher. Ja. Und dann gehst du wieder rein und bist wieder so ein Urwald. Und dann sieht man wieder 20 Meter weit. Und nachher muss man irgendwie navigieren. Und dann steht man so wie gestern wieder vor einer Felswand. Es ist nicht einfach. Es ist echt nicht. Nope. Das erste Mal am dritten Tag wirklich einen Lichtblick bei unseren Wanderungen. Schein ist schon, ich weiß nicht, ob man sieht, da vorne da, aber was meine wunderschönen Augen entdeckt haben, ist, wir müssen genau in diese Richtung. Die Sonne steht jetzt noch quasi, noch nicht, nehmen wir ganz im Osten, da wäre Süden, da ist Südosten und da müssen wir hin. Und da geht es bergab, bergab, beziehungsweise gemütlich bergab. Nicht jedes Mal so, dass man sich fast die Füße bricht, weil man die Pulka über den Haufen schiebt, sondern da geht es bergab. Mindestens jetzt an 4 Kilometer. 4 Kilometer. 4 Kilometer, wo man endlich ein Ziel sieht, was. Oh. Ich habe halt echt schon Angst gehabt, dass es wieder so weitergeht wie gestern. Ich habe gestern am Abend einen Krampf gehabt im Oberschenkel, heute in der Früh beim Anziehen, weil ich die Beine angezogen habe, damit ich in meine gefrorene Hosen reinkomme, habe ich einen Krampf gehabt und müssen hinlegen. Ich bin so froh, dass es gerade ausgeht. Oh. Aber was mich so seit gestern nervt, sind diese Kopfschmerzen. Ich habe hier irgendwie eine Schläfe. Das ist kein durchgehender Schmerz, das ist einfach nur so ein Impuls. Und dann ist es brutal heftig und danach geht es wieder weg. Das ist ein paar Sekunden. Hatte ich noch nie. Ich habe nie Kopfschmerzen. Also nicht, dass ich mich erinnern kann. Aber jetzt ballert's. Das, was wir gestern als See hatten, hatten wir jetzt als einen Fluss. Fluss ist natürlich wesentlich gefährlicher als ein See, weil da haben wir fließende Gewässer. Fließende Gewässer können nach einer Kurve oder wenn Steine drin sind, können die Eisdecke beschädigen. Ja? Wir haben jetzt einen Fluss gefunden. Ich war mir nicht sicher. Wir sind den Fluss ein bisschen aufgegangen. Olaf, erinnerst du deine Ice Breakthrough Swimming Lessons? Ja, aber ich will die hier nicht machen. Hoffentlich nicht. Also, wir sind dann einfach am Fluss entlang gelaufen und haben geguckt, wo ist eine ideale Stelle. Und der ist erst stabil. Okay. Ja? Der ist stabil. Jetzt trauen wir uns da drüber. Wie gesagt, der hat den Gurt von der Pulka auf, hat die Bindung aufgemacht. Wir probieren das jetzt einfach. Dame gedrückt. Nase gefroren, Dame gedrückt. Jared, das ist die Sache, wenn du die Pulka dran hast und noch die Bindung offen, dann rutschst du da raus, wenn du Pech hast. Und das ist passiert. Auf einmal hat er auf dem Eis gelegen und wir konnten. So, diese Bindung hier, yeah, das Bein ist geschlossen, aber da hinten offen und raus kam es. Ja, yeah. So. Aber jetzt ist es okay. Okay. Ich habe entschlossen, weil eigentlich sollst du ja so Momente filmen und ja, weil die Zuschauer zu Hause sonst nichts haben, aber ich bin für seine Sicherheit verantwortlich. Er liegt mitten auf im Eis von dem Fluss. Ich weiß nicht, das ist mir zu riskant. Safety first. Ja, genau. Und deswegen haben wir jetzt mal hier den Filmstock weggelassen. Weil ich wurde ja gefragt, ob ich mir das zutraue, ihn hier durch Lappland zu führen. Und ja, ich denke, das war die richtige Entscheidung, weil ich habe gesehen, wie schnell es gehen kann. Ja? Okay, so, kein Schwimmtraining today. Ja. So far. Ja, sei froh. Soweit, so. Sei froh. Du kannst dein Gurt wieder zumachen vorne. Dann beeilen wir uns mal, dass wir ins Camp kommen, weil wir wollen, was wollen wir machen? Feuer. Ja. Fire, 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 fire.
an all die Jungen, die es nicht mehr kennen, das war Beavis und Butthead. Ja, ja, das ist Beavis. Beavis? Ja, the blunt one, yeah, right? Fire. Ja, zieht's euch rein, geile Show, Beavis und Butthead. Ja. Okay. Gut. Alles hängt nur noch am seidenen Faden hier. Hier sieht man die ganzen Fasern, die rauskommen. Ja, tu nicht, das ist extra noch fast. Ist jetzt so. Kann man nichts machen. Lieber materieller Verfall als geistiger Verfall. Ist es ein Bastard? Ich muss ehrlich zugeben, bei Gegenständen gibt es nur wenige, die mich lange überstehen. Auch diese Pulka ist durchgefallen und somit werden wir jetzt eine Alternativlösung finden müssen. Die Karabiner von einem Navigerät. Genau. Die werden die neue Halterung. Jawohl. Das hat mein gutes, mein linkes Knie hat es gut verdreht, Alter. Neue dumme Idee, neuer dummer Plan. Mit dem Teil hier runterrodeln, ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, muss aber nicht unbedingt funktionieren. Okay. Macht das eigentlich relativ gut. Geht schon. Schon gut weit gekommen, muss man sagen. Das hat schon sehr gut funktioniert. Tatjana zerlegt es auch manchmal. Das ist einfach das Anstrengendste, wenn man dann 2-3 Minuten braucht, hier mit diesen sperrigen Schieren wieder auf die Beine kommt. Ja, ich habe mir leider beim Sturz ein bisschen das Knie verdreht. Ich merke auch schon, dass Wasser drin ist, aber ist auf jeden Fall stabil. Ist das Knie, was eh kaputt war, beim letzten Kampf, hinteres Kreuzband und jetzt vor kurzem das vordere wahrscheinlich auch. Und ja, ich denke, ist ein Trauma drin, muss man schauen. Aber laufen geht, also geht's weiter. Oder? Ja, das musst du entscheiden, wenn du sagst, das passt. Klar, das passt, easy. Das müssen wir machen, das müssen wir machen. Und wenn du sagst, na, es geht jetzt gar nicht mehr. Nein, aber wir müssen weitermachen, auf jeden Fall. Ja, aber es kommen 100%. Noch ein paar so eine Abfahrten, beziehungsweise... Ja, da fahren wir Schlitten, das ist kein Problem. Passt. Machen wir schon. Tatjana hat mich deutlich darauf hingewiesen, dass wir das mit Susebo kommunizieren müssen, der die Verantwortung hat. Wir werden das nicht kommunizieren mit meinem Knie, denn wir haben Angst, dass wir irgendwie rausgenommen werden oder er das checken lassen möchte und dann entschieden wird auf ärztlichen Hinweis. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Ärzte oft sich nicht ganz in meine Situation, nennen wir es mal so, hineinversetzen können und die Entscheidungsgewalt deshalb bei mir liegen sollte, wenn es mein Knie ist. Ja, neue Technik, der Skistock hält jetzt den Abstand, linkes Knie entlasten, dann geht sogar so eine leichte Abfahrt, aber man merkt es auf jeden Fall schon brachial. Wie ihr schon mitgekriegt habt, ist ja unser Pulka-Defekt oder ist kaputt gegangen. Wir haben das jetzt ein bisschen provisorisch das Ganze gemanagt. Und der Stefan hat während dem Abfahren gemerkt, wir können es ja trotzdem angebunden lassen. Er muss sich nicht immer draufsetzen und immer wieder abbinden, anbinden. Er tut das Ganze jetzt einfach stabilisieren mit seinem Skistock noch. Ja, und es funktioniert relativ gut.
Ja, perfekt. So, es sind noch 4 Kilometer bis zum Ziel. Wir beratschlagen gerade, ob wir jetzt da hinten diesen Berg nehmen. Da. Oder ob wir die rechte Seite nehmen. Ja, ist eine gute Frage, ob ich das schaffe. Mit dem Gepäck dran, mit Verletzung. Ja, müssen wir gleich mal schauen, wie steil das ist am Ende. Beziehungsweise wie viel Umweg das wäre, wenn wir darüber müssen. Wieder auf dem Marsch. Ja, Tom ist halt manchmal echt ein Miesepeter. Das hat er ja auch schon vorher gesagt. Ich finde, man kann über alles reden, aber dann auf so eine Art ist halt irgendwie, kann man sich schnell von runterziehen lassen. Aber ich habe echt gute Laune heute. Es ist ein bisschen wärmer, die Natur ist schön und ich habe auch gar keinen Bock, mich dann davon irgendwie runterziehen zu lassen. Deswegen versuche ich jetzt weiter auch irgendwo bei mir zu bleiben. Ich bin von der Psyche so frei. Klar hatten wir auch mal ein paar Meinungsverschiedenheiten, aber die Natur hier, an alle da draußen, denen es manchmal richtig schlecht geht, geht raus. Guckt euch das an. Schaut, dass ihr was für euch macht. Schaut, dass ihr was für die Natur macht. Schaut, dass ihr Müll mit nach Hause nehmt, wenn ihr irgendwelchen rumliegen seht. Wahnsinn. Warum geht sie so weit vorne? Ja, weil ich... Sie braucht ihr Tempo. Ich brauche mein Tempo. Ich ziehe ja die Pulka hinter mir her. Ich bin echt stolz drauf, wie sie das da vorne macht. Ne? Also, sie guckt die Richtung aus. Vorhin hatten wir eine kleine Diskussion, haben wir beigelegt, da war ich wieder der alte, grantige Mann, wie das halt so ist. Da geht es ja um Akzeptanz, um Toleranz. Ja, ich sehe mich ja hier so als Tourguide, ja, jetzt läuft sie vorne und führt, Tourguide läuft vorne. Aber ich bin so der Packesel, der ihr ermöglicht, dieses Erlebnis hier zu machen. Klar freue ich mich wie ein Schneekönig oder ein Honigkuchenpferd, dass ich auch dieses Erlebnis machen darf, ist ja da klar. Diese Ruhe, ich bin gerade total bei mir. Tom, ja, hat auch stark zu kämpfen. Ich glaube, es ist wichtig, oder ich fand das jetzt gut, dass wir auch ein bisschen weiter auseinander gehen, weil jeder hier bei dieser Anstrengung natürlich auch so ein bisschen seinen eigenen Film fährt. Aber ja, es macht immer noch Spaß. Und ich werde nicht aufgeben. Ich habe so mal Gedankenabschweifung an die Familie zu Hause, klar. Da warten ganz viele auf mich. Aber, und das muss ich noch mal sagen, es sind eine ganze Menge Kameraden, die mich ja kennen, seitdem ich bei der Bundeswehr bin. Dazu gehört auch Otto. Und das darf ich noch mal laut sagen. Otto und ich kennen uns jetzt dann im Sommer oder im Frühling 20 Jahre. Und der Sebo und ich auch, ja. Genau, so ist es richtig. Und wenn man auf Kameraden zählen kann, dann sind es die zwei. Der Sebo kommt manchmal ein bisschen grantig rüber. Ist aber ein sehr, sehr liebevoller und fürsorglicher Vorgesetzter. Und bei Otto ist es halt... Der ist halt eine absolute Maschine. Natürlich auch ein fettes Danke. Ich hatte schon mal gesagt, glaube ich, an meine Familie, die mir das ermöglicht, dass ich das überhaupt machen kann. Meine Frau natürlich Urlaub genommen und bändigt zu Hause jetzt einen Riesensack Flöhe. Ja, und lieber Robert Marc Lehmann, noch kein Tiercontent. Ich hätte dir so gern wenigstens ein Elch in der freien Wildbahn aufgenommen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich anscheinend durch meinen Gestank und durch mein lautes, durch den Schnee geschlurfe, alle Tiere verscheuche. Na ja, schon echt schneidig. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich bin hier so der Einzige, der so struggelt, ne? Der so platt ist. Die anderen
Katzen ist wahrscheinlich voll auf einer Arschbacke ab. So, und Stefan mit einfach einem Kampfgeist wie, keine Ahnung, was ist sein Spitzname? Terminator? Terminator, T90, T900, T1000. Irgendwie sowas war er doch. Ja. Wahnsinn, der Kerl. Unheimlich sympathisch. Hat mich nochmal extrem darin bestärkt, stark zu bleiben. Mit der tierleidfreien Ernährung. Und, oh, hoppala. Ja, das ist schon cool. Dass man auch so jemanden noch dabei hat. Boah. Boah, fuck you. Entschuldigung, piep. Rauspiepen. Oh. Gut. Na, siehst du. Die läuft halt die Kurven nicht mit, ne? Das muss man sagen. Die ist ja über 2 Meter hinter mir. Und alles, was ich Kurven mache, will das Ding einfach geradeaus. Oh. Alter Falter. Ja. Also ich glaube, ich tue mir trotz meiner guten Ausbildung, weil ich ja nicht fit bin, nein, somit am schwersten. Ich glaube, die anderen liegen schon jeden Tag, wenn wir ankommen, im Shelter pennen, haben mega geile Challenges gemacht. Und ich dödel hier durch den Wald mit gefühlt null Power. Anders als erwartet, denn die meinten ja so, wir gehen insgesamt nur in den ganzen 5 Tagen nur 50 Kilometer. Wir haben extra nicht so viel Strecke eingeplant, damit ihr auch noch was Zeit habt, Sachen zu bauen und so. Und jetzt ist man gefühlt jeden Tag bis kurz vor Sonnenuntergang erst im Lager. Auch die Leute, die das hier organisiert haben, ey, das sind solche Chaoten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die sind so hart drauf, auch Otto, der ist so hart drauf, die sagen, ja, wird auch nicht kalt, wird auch nicht anstrengend. Och, alles supi, kein Problem. Und ja, es ist ja auch schön und nett, aber die haben es auf jeden Fall etwas verharmlost. So viel ist klar. Ich schwenke jetzt mal nach vorne. Schaut euch das an. Diese Momente, so wie da jetzt, das ist einfach nur zum Durchatmen. Dankbar zu sein, dass man da sein kann und das aufzusaugen. Aufzusaugen für die nächste Zeit, wenn man wieder zu Hause ist, wenn man das wieder nicht erleben kann. Wenn man seine Bilder nicht, ja, nicht nur irgendwo auf einem Foto sieht, oder, sondern wirklich das vor die Augen abspült. Dieses ganze Glitzern, die Schneeoberfläche glitzert, die Sonne steht recht tief, sie ist. Die ist nicht wie bei uns, die ist da so, ich weiß nicht, das ist alles so gelblich, grau, blau, irrsinnig schön, also irrsinnig schön. Ich kann es nicht mehr sehen. Schön. Oh. Also wir haben jetzt hier eine ganz interessante Spur entdeckt im Schnee, die wir nicht zuordnen können, weil ich nicht davon ausgehe, dass ich da draußen wäre mit Schneeschuhen bewegt. Und wenn man sich das jetzt da anschaut, schaut's mir auf, was ist das? Was ist das wirklich? Die Spuren von da hinten weg. Und dann ist da eine größere Mulde. Und zwar richtig eine größere Mulde. Das gibt's ja nicht. Die Fußspuren sind halt auch riesig, ne? Ja, aber ein Bär schläft jetzt. Ha. Und führt da weiter, geht da im Kreis und geht weg in den Wald hinein. Die sind die jetzt im Winterschlaf. Nicht zwingend. Okay. Sehr schön, ja. Streitaxt bleibt ob die jetzt beim Lager. Das ist aber nur Ableckungswurf. Einmal entgegenschmeißen, wegrennen. Wegrennen bringt ja auch nichts, wo soll ich hinrennen? Der ist ja viel schneller wie. Scheiße. Naja. Winterschlaf. Mhm. Ich park's von ihm. Ey,
da hinten ist Otto. Ich weiß nicht. Ich will nicht mehr. Jetzt Tag 3. Nee. Wir rufen an, wir gehen. Wir haben gerade keine Ahnung, wie viele Kilometer gemacht. Wie viele Kilometer haben wir gemacht? Ich glaube 10 Kilometer. 8, 9 Kilometer. Ich will nicht mehr. Ich denke nur an Essen, ich denke nur an Trinken. Ich erzähle euch nachher, welches Essen, weil ich will das Auto ersparen. Wir sind gleich am Ziel. Zähne zusammenbeißen. Ich will Abonnement. Ach so, eine Sache habe ich vergessen zu erzählen. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich verfluch gestern Sebo wegen den Skiern. Und jetzt hebe ich den Fluch von Sebo wieder auf. Ich habe die Skier falsch rum angehabt. Ich hatte beide Bindungen nach innen. Deswegen ist er immer aufgegangen. Sebo, ich habe eine Überraschung für dich. Tag 3. Sieht man das? 66 Meter Distanz zum Ziel. 100 Meter darf man. Wir sind da. Und ich will noch jemanden grüßen. Buschwerker und Alex. Die gesagt haben, Herr Sascha, wir sehen uns im Lager. Na, jetzt kannst du auch daheim bleiben. Tag 3, ich bin da. Ich hatte eine Höllentour. Mein Magen knurrt ununterbrochen. Ich gehe nicht, ich bin müde. Ich glaube, das ist ein Anzeichen von, wie nennt man das? Wenn ich zu wenig getrunken habe. Dehydration. Dehydration, hat mir Mello erzählt. Und wenn man irgendwie, wenn einem kalt ist, dann hat man Hunger. Muss man essen oder andersrum, ich weiß es nicht. Otto, wir sind da. Klar sind wir da, Mann. Team Sonntag. Oh. Oh Gott. Nie wieder, Otto, ne? Was? Ich hab's dir gesagt, nie wieder. Einmal reicht? Nee, nie wieder. Ihr wird's auch nie wieder, nie wieder. Morgen ist ja noch ein Tag, ich tue so, als ob ich am Ende wäre. Ich wollte jetzt noch die Zeit nutzen, in der Otto weiter vorne ist, um mit euch über Früchte zu reden. Otto hört es gerade nicht. Hey, wie krass wäre jetzt Trauben. Trauben jetzt aus dem Schnee gefroren. Eine Mango. Es gibt so viele geile Früchte. Ey, oder einfach ein Döner. Oh, ist doch stark, Alter. Ja, du bist dann richtig flott runtergekommen, Alter, wie so ein richtiger. Oh. Vollgas. Hat wirklich Spaß gemacht. Oh. So. Ich hinterher, ey. Gut, machen wir noch den letzten. Hallo, hier bin ich wieder. Mit dem Sonnenuntergang. Diese Koordinaten. Das erste, was ich mache. Eine Kuhle ausheben. Feuer machen. Ein Bonfire machen, Alter. Wir fackeln hier alles ab, was tot rumliegt. Wir müssen unsere Sachen trocknen. Den Schlafsack trocknen. Aber vor allem ganz viel was abkochen. Alter, wir haben die Monsterstrecke geschafft. Wir gucken, wo das meiste Totholz ist und genau dazwischen schlagen wir auch das Lager auf, damit wir uns ja nicht weit bewegen müssen. Naja, jetzt erstmal Signal grün durchgeben. Green! Oh. Bin ich zu klein auf dem Bild? Du bist zu klein. So ist es halt, wenn ich hinter dir herlaufen muss. Bist halt ein kleines, armseliges Würstchen. Ja. Nein, war ein Spaß, Mann. Armselige Würstchen, das zeigst du dir nachher. Jawohl. Hauptsache Feuer machen. Hey, das gibt's doch nicht, diese scheiß Pulka. Ja? Hä? Scheiß Pulka wieder umgekippt? Ja, klar. Kein Wunder, dass es so schwer geht. Ich ziehe einfach nur wie so ein Esel dieses Drecksteil hinter mir her. So,
Das Ding ist, es ist doch gut gepackt. Wir haben sie doch normal gepackt. Die hat gar kein, die kann gar kein Übergewicht haben nach irgendeiner Seite. Die ist überall gleich. Das ist einfach so ein verdammter Leichensack. Aber ich frage mich, woran das liegt. Ist bestimmt von dem Sturz, den wir vielleicht hatten. Weißt du, dass das Gestänge vielleicht einen Knacks ab hat? So, gut, nochmal an. Und weiter geht's, würde ich sagen. Probieren wir mal das Beste. Ob das funktioniert? Hey, das gibt's doch nicht. Was ist mit der Pulka los? Das ist aber nur heute so. Das hat die ganze Zeit funktioniert, oder? Ja, gestern Abend halt. Ja. Seit unserem Sturz. Ja, seit dem Sturz, glaube ich auch. Mensch, ich kann doch nicht jedes. Oh, ich kann doch nicht alle paar Minuten das Ding abmachen. Wir latschen noch bis zu dem Punkt auf jeden Fall. Und dann für morgen müssen wir uns was überlegen, ja. So, da läufst du 5 Meter, dann fällt das Ding wieder um, dann läufst du wieder 5 Meter, fällt es wieder um. Das ist ja abartig. Und wir haben eigentlich alles so gut positioniert da drauf. Es sei denn, du nimmst den Rucksack wieder runter. Ja. Dann probieren wir es nochmal ohne Rucksack. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil der ist ja fast leer. Ich nehme den mal eben runter. Da ist ja auch nicht mehr so viel drin. Wenn du ihn eh auspackst, können wir gleich noch kurz was trinken, oder? Was? Trinkpause! Trinkpause! Ja. Das ist übrigens Kakao. Richtig guter Kakao. Ja, muss man sich vorstellen. Genau. Finnischer Kakao. Oh. Leicht wässrig mit Kiefer und Birke. Kiefer und Birke. Ein bisschen Asche ist noch drin fürs Aroma. Ja. Das tut so weh mittlerweile an den Lippen, weil die so aufgeplatzt sind. Bei mir auch. Hä? Bei mir auch. Nö, bei dir gar nicht. Echt? Ist das fein, hä? Das ist schon fein. Aber ich krieg schon Paranoia, wenn ich immer sehe, was da drinnen schwimmt. Deswegen ist der Becher schwarz von innen. Dass man den Scheiß nicht so klar sieht. Das stimmt. Du bist durch mit Trinken? Ja. Ich bin nicht nur durch mit Trinken. Wir machen das Beste draus. Langsam immer mal wieder eine Pause. Wichtig. Und richtig. Und richtig. Wichtig und richtig. Und weil wir eben alles richtig und wichtig machen, werden wir was? Arctic Warrior! Arctic Warrior! Was sind wir? Arctic Warrior! Was sind wir? Arctic Warrior! Ja! Yeah! Ja! Yeah! Yeah! Ich weiß, dass du so von der Art Mensch bist. Ja, scheiße. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Was? Der ist ja komplett abgefuckt. Ich denke nicht, dass Sebo in dem Moment einschätzen kann, wie ich mich fühle. Mittlerweile ist es schon so, dass sie in meiner Stimmung ein bisschen kippt, muss ich sagen. Ich hoffe, die Folge hat euch richtig gut gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Wenn ihr mit 7 Tagen Vorlaufzeit schon die nächsten Folgen sehen wollt, dann braucht ihr nur unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken zu Paramount+.